Willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy VII Remake. Wir sind auf dem Dachboden der Kirche. Und das da ist Aerith. Die sind über diese Geister. So, ich bin mal gespannt, was wir hier entdecken werden. Ist jetzt ja nicht sehr viel. Hier sind so eine kleine Kiste, die wir mitnehmen können. Ein Wachmacher. Schnell, bevor sie uns einholen. Treten den Rückzug an. Haben wohl aufgegeben. Sie sind... einfach verschwunden. Was wollten die nur? Bestimmt... ach, vergiss es. Ich weiß auch nicht. Komm, gehen wir. Vom Dach aus haben wir bestimmt eine bessere Sicht. Da, dort hinten, neben dem Pfeiler, ist der Bahnhof, Cloud. Was ist? Gehen wir? Ja. Und dann, wohin? Und was hast du jetzt so vor? Fürs Erste beschütze ich dich weiter. Das hatte ich gehofft. Und danach gehe ich in die Slums von Sektor 7 zurück. Kennst du denn den Weg dorthin? Klar. Ach, wirklich? Klar, wir kämpfen uns einfach durch. Dieser Typ in dem Anzug vorhin, der gehörte doch zu Shinra's Turks. Was wollen die denn von dir? Keine Ahnung. Vielleicht suchen sie Rekruten für Soldat. Sowas machen die Turks doch, oder? Das ist nur ein Teil ihrer Aufgaben. Aber sie sind auch Shinras Leute fürs Grobe. Und schrecken vor Gewalt nicht zurück. Erpressung und versuchte Entführung haben wir ja heute schon gesehen. Zurück zu meiner Frage. Was hat jemand wie du mit so einem Kerl zu schaffen? Sah aus, als kanntet ihr euch. Keine Ahnung. Vielleicht wollen sie ja mich für Soldat rekrutieren. Vergiss es. Hey, nicht eingeschnappt sein. Pass auf, hier wird der Weg enger. Ja, danke. Aber hier groß irgendwas einsammeln oder so kann man auch nicht. Heute zum ersten Mal hier oben. Das überrascht mich nicht. Also, ich finde das Ganze ja unheimlich spannend. Das lässt irgendwann nach. Erst eine Leiter hoch, dann wieder eine Leiter runter. Ich komme ja gar nicht hinterher. Und dich soll man für Soldat rekrutieren wollen? Fies bist du auch. Wohnt in diesem Viertel eigentlich niemand? Die Häuser sind alle verlassen. Wir stören niemanden. Bei der Optik kein Wunder. Die ist ja völlig verrostet. Lass mich vorgehen. Die Leiter ist ziemlich alt. Pass auf. Ja, ja. Huch. Vorsicht!
Jetzt bleib mal locker, Cloud. So leicht falle ich schon nicht runter. Oh nein! Puh, hab ich mich erschrocken. Vielen Dank, Cloud. Sieh mal, der Wall. Was hier für komische Sachen liegen. Einmal wäre ich fast nach draußen gegangen. Hab's am Ende aber doch gelassen. Ist auch viel zu gefährlich. Ich hab gehört, dass die Welt außerhalb von Midgar grün und voller Tiere sein soll. Manchmal frage ich mich, ob ich an so einem Ort überhaupt leben könnte. Vielleicht nicht. Die Slums machen mir nichts aus. Ich lebe sogar gerne hier. In dieser Stadt bin ich zu Hause. Die Leute in den Slums sind so stark. Die lassen sich nicht unterkriegen, obwohl sie allen Grund dazu hätten. Ihr Lebensmut ist richtig ansteckend. Warum fliegt da hinten ein Hubschrauber? Zwei Hubschrauber sogar. Ja, von da kommen wir. Schon ein bisschen traurig, was aus dieser Welt hier geworden ist. Dieses Mal gehe ich aber vor. Du versuchst sonst nur wieder, mich abzuhängen. Schaffst du das auch? Mit Links und Fieber. Siehst du? Wozu brauche ich dich eigentlich? Ich gehe einfach vor und lass dich zurück. Hoppla! Weniger reden, mehr konzentrieren. Dann erzähl du doch zur Abwechslung mal was, Cloud. Gehört nicht zum Job. Langweiler. Na? Mach mir nicht mehr Arbeit. Aber Hauptsache erstmal anschubsen. Ich zuerst! Schaffst du das? Natürlich. Hast mich schon wieder gerettet. Mit dir wird es echt nicht langweilig. War das ein Kompliment? Sarkasmus. Gewöhn dich besser dran. Okay, sie ist unsere Kurve getreten. Wir sind ganz in der Nähe des Bahnhofs von Sektor 5. Komischerweise tummeln sich hier recht viele Ungeheuer. Na, sieh mal, wer hier wieder einen auf besonders cool macht. Ich kenne mich mit diesen Kreaturen einfach nur aus. Okay, in die Richtung müssen wir. Lass uns doch mal hier lang gehen. Cloud, wo willst du hin? Man lässt uns nicht dahin. Ich hab's ja gesagt! Was ist das denn? Ein Igel? Kann nicht schaden. Eiselementar als Schwäche. Kriegen wir hin. Oder auch nicht. Jetzt guck doch nicht so selbstgefällig in die Gegend. Oh, wir haben noch einen, den wir... Wir haben alle beendet. Wir sollten, glaube ich, mal diesen Typen aufsuchen. Wenn wir ihn irgendwie finden. Da sind noch ein paar von diesen Igeln. Das ist mein Job.
Aber für mich gibt's auch was zu tun, oder? Es ist aus. Du kennst dich in den Slums nicht wirklich aus, oder? Verglichen mit dir vermutlich nicht. Ich weiß, wo ich trainieren, arbeiten und schlafen kann. Mehr gibt es nicht in meiner Welt. Lass bloß nichts am Image kratzen. Ich sollte mal gucken, ob wir bei ihr nämlich auch... Guck mal, was wir da also machen können. Ein Gebet. Das ist natürlich eine Menge. Was sieht denn da? Vision? Frost. Okay. Gucken wir mal ihre Waffenmods an. Muss ja ordentlich was auch. Bei den zweiten Kern von ihr, den haben wir gar überhaupt nicht freigeschaltet. Oder wird der erst freigeschaltet, wenn wir alle davon... Ne, irgendwie nicht. 10 Waffenpunkte. Natürlich eine Menge. Damit sind wir natürlich bestmöglichst jetzt soweit ausgestattet. Dann können wir gucken, was wir hier noch so Tolles machen können. Das ist ein Bahnhof. Das sehe ich selbst. Ein Bahnhof kam aber vorhin in deiner Aufzählung nicht vor. Sehr witzig. Wie konnte das nur passieren? Bleiben Sie ruhig. Ich bitte Sie. Hey, was ist denn jetzt? Trocknack, guck mal. Sei ruhig. Nicht so laut. Ganz schön was los. Bestimmt, weil man den Reaktor von hier aus sehen kann. Er brennt wirklich! Gaffen die? Ich glaube, die sind eher besorgt. Du wolltest wohl auch wissen, was los ist, was? Wie? Ja, genau. Gehst du jetzt nach Hause? Weiß ich noch nicht. Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist. Ist ein ganz schönes Stück von der Platte runtergekommen. Wirklich? Ich habe gar nichts bemerkt. Dann hast du aber Glück gehabt. Pass bloß auf dich auf. Hey, weißt du vielleicht, wie man ohne die Bahn nach oben auf die Platte kommt? Nein, leider nicht. Verstehe. Einfach so eine Explosion auszulösen. Was sollen wir jetzt machen? Hier alles in die Luft zu sprengen, die sind Vollidioten. Gehen wir auf die andere Seite vom Zug. Formation!
Und los! Das ist ein Turk. Die geben wohl nicht so schnell auf. Scheint was Wichtiges zu wollen. Von dir oder mir? Wie auch immer. Sie dürfen uns nicht entdecken. Na, dann nehmen wir die Seitenstraßen. Oh. Da gibt's aber Monster. Die sind mir lieber als Shinra. Ja, wem sind sie nicht lieber als Shinra? Das ist eine von Shinras Müllhalden. Der Ort ist so unheimlich, dass sogar die Slumbewohner einen Bogen drum machen. Das perfekte Versteck also. Wo bleibt sie denn? Deshalb kommt hier nur vorbei. Wo kommen diese Wesen? Wohl bloß her? Sie konzentrieren sich auf den Schwächsten in einer Gruppe. Echt? Dann will ich jetzt nicht in seiner Haut stecken, Klaus. Der hat ein ordentliches Selbstbewusstsein, ne? Der Weg führt in eine Sackgasse. Die Bauarbeiten wurden wohl einfach nie beendet. Das heißt aber nicht, dass man hier irgendwas Tolles finden kann. Also Patronenhülsen ohne Ende. Raketenteile. Aussieht ein kleines Waffendepot. Lässt sich nicht öffnen. Vielleicht kaputt? Wenn wir dem Weg folgen, sollten wir drumherum laufen können. Ob man den hier irgendwie bewegen kann? Ja, hiermit zum Beispiel. Reicht doch eigentlich schon. Sind das für hässliche Viecher? Es ist aus. War das eine neue Art? Wie kommst du darauf? Weil sie den Stärksten von uns angegriffen haben. Ja. Und war kein Mangel an Selbstbewusstsein, die junge Dame.
Sieh mal, das ist das Zentrum der Slums. Ist noch ein gutes Stück. Weil wir einen Umweg gelaufen sind. Bist du etwa müde? Wohl kaum. Ich auch nicht. Aber Hunger habe ich. Was ist mit dir, Cloud? Dir verdirbt wohl nichts die Laune. Sobald wir da sind, gibt's Essen. Keine Zeit, danke. Aber meine Mutter ist eine richtig gute Köchin. Also keine Widerrede. Leg lieber einen Zahn zu, sonst kannst du nur noch meinen Teller sauber lecken. Komisches Mädchen. Irgendwo was Geheimes gibt. Mach auf die Tür. Scheinbar haben wir dafür einen Schlüssel. Oh, wo finden wir diesen Schlüssel? Mehr lange. Was ist das denn, ey? Auf Nummer sicher. Okay, also ein ziemlich alter Roboter. Irgendwo müssen wir doch den Schlüssel für dieses goldene Tor finden. Kommst du nicht ran? Klappt nicht, wie? Oh Mann, jetzt sehe ich das Rätsel erst. Vielleicht kann man ja den Container benutzen, um hochzuklettern.
Von da aus sollte es klappen. Die Patienten hätte er auch noch schieben können. Dankeschön. Sehr geschickt gelöst. Okay, aber nicht so geschickt, wie ich es eigentlich wollte. Deswegen machen wir hier auch einen Cut, wenn es euch gefallen hat. Daumen da lassen, Abo lassen und in die nächste Folge einschalten. Bis dann.